Hi ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed. Ja, oben links seht ihr schon ein rotes, wunderschönes Rufzeichen. Das bedeutet, wir haben einen Anruf verpasst, wieder mal. Ach, okay, hier, Nachrichten. Von wem haben wir den Anruf verpasst? Das haben wir doch letztens schon... Okay, lass uns das. Wenn die war wirklich was wollen, werden wir schon zurückgerufen. So, wo müssen wir denn jetzt hin? So, was haben wir denn offen? Wir haben hier drüben Spike. Okay, das wäre aber ziemlich weit. Obwohl, für die kleine Spritze wäre es eigentlich schon ganz geil. Ich hole mir noch mal Amy. Oh, okay, Manu haben wir das letzte Mal gemacht. Eigentlich sollten wir jetzt Spike machen, wenn wir schön in der Reihenfolge machen wollen. Eigentlich sollten wir jetzt Spike machen. Oder wir fahren nochmal zu Amy hoch. Hm. Für Manu sieht ihr die Nachrichten an. Okay. Dann sehen wir uns mal die Nachrichten an beim Manu. So, hier. Yo, hier ist Manu. Wenn ja, bitte? Dir Spike auf die Nerven geht, kenne ich eine Killerstelle zum Heizen. Nicht weit weg, komm einfach, wenn du Zeit hast. Wir sehen uns. Bis später. Ja, ist okay. Vielleicht sollte ich auch nicht auf der Hauptstraße stehen. Ich sehe gerade, wie die mir hinten im Heck voll vorbeijagen. Das ist eigentlich nicht ganz so geil. Okay. So, Manu ist hier unten. Okay, dann könnten wir rein theoretisch. Rein theoretisch. Zu Manu runterfahren und dann zu Spike weiter und dann hier einmal die Runde. Ja, cool, dann fahren wir zu Manu. Drift Contest. Ah, ich weiß nicht. Okay, testen wir einfach mal. Wir testen dann einfach mal. Nein, nicht Teleport, Route. So, fahren wir mal runter und versuchen uns mal im ersten Drift Contest mit Manu. Manu ist anscheinend unser Style-Tutti, der auf Drift setzt und so weiter. So, dann wollen wir mal gucken, was wir da so. Die Erfolge erzielen können. Okay, ich bin nervös. Ich halte nichts von. Ja. Selbe Spieler gewesen, der uns da reingefahren wäre, aber egal. Wie ich mal aufhöre zu reden auf einmal, wenn irgendwie eine Karre auf mich zukommt. Ja, aber ist verständlich. Ist verständlich. Finde ich geil. So. Dann heizen wir mal runter zum Manu. Mal gucken. Ich bin echt gespannt, wie das Driften hier so ist, weil. Okay, das einfach mal hier. Okay, das zählt nicht. Das zählt nicht als Drift. Mann! Mit Handbremse driften ist aber auch nicht so leicht. Ich bräuchte bessere Kurven, engere Kurven, um zu driften. Viel engere Kurven. Oder ein Auto, das viel mehr auf Drift ausgelegt ist. Oder jetzt ein Content, wo man sau wenige Driftpunkte braucht, um das zu bestehen. Ah, ist ja schon schön. Warum fahre ich eigentlich im Gegenverkehr? Das ist nicht das Allerschlauste, was man machen könnte. Jetzt glaube ich mal wieder rüber. Sehr schön. Okay, das war ein ziemlich gargelenkt. So. Hohe Geschwindigkeit. Finde ich gut. Danke dir. Ich will jetzt unbedingt immer Level 12 werden. Aber ab Level 12 schaltet man Bodykits frei. Ja. Die Zeit der Breitbock-Kits und so weiter ist dann unser. Ja, auch dieses Fahrzeug hier hat ein Bodykit. Oder mehrere Bodykits. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mindestens eins hat's. So. Ich dachte schon, ich bin falsch gefahren. Ich wollte schon umdrehen, aber nein. Ich darf. Okay, das ist eigentlich eine Stelle, wo man driften kann. Versuchen können. Nee. Ich habe zu wenig Dampf unter der Haube, um den Drift langziehen zu können. Ich weiß nicht, woran es liegt. Warte, ich teste hier nochmal. Ja, das sind zu einfache Drifts. Ich hoffe, einfache Drifts zählen auch und nicht nur diese Kettendrifts. Ich hoffe, es inständig, ansonsten haben wir schlechtes Spiel. So, hier sind wir. Drift Contest. Steck in die Eisen. Drift mit extremen Winkeln und Geschwindigkeiten, um Punkte zu halten. Die höchste Punktzahl gewinnt. Okay, ich wusste, dass du neugierig bist. Du wirst dich garantiert mit dem Drift-Virus infizieren. Och, ich weiß ja nicht. Drifte gerne, aber ich kann es nicht. So. Versuchen wir mal zu driften. Hey, die Karre hat zu wenig Dampf. Ich finde, die Karre hat zu wenig Dampf. Testen wir nochmal. Ne, die Karre hat zu wenig Dampf. Ich hätte keinen Drift drum. Sind es überhaupt schon Punkte, die ich hier verdiene? Ich weiß es nicht. Vielleicht versuchen wir ein bisschen eine höhere Geschwindigkeit drauf zu kriegen, um den Drift länger zu halten zu können. Ne, die Karre hat, glaube ich, zu wenig auf Drift. Alter, wenn ihr mir voll in die Karre reinfahrt, zählen meine Drifts nicht, ihr Dullis. Okay, ich lasse sie mal vorfahren, dass die mich nicht stören können. Oh, wenn dann meine Punkte angezeigt werden, werden die mir irgendwo angezeigt oder wie viel ich brauche oder so. Ne, die Karre kriegt man nicht quer. Ne. Ne, ich krieg die Karre nicht quer, die ist zu viel auf Drift gebaut. Mann! Zu viel auf Grip gebaut, Mann! Ne, das funktioniert nicht. Ich bin auch viel zu schnell. Wir fahren voll langsam. Vielleicht sollte ich mich an die halten. Nee. Das funktioniert nicht. Verschwinde hinter mir. Nee. Ich krieg die Karre nicht quer. Ich kann die nicht rumschmeißen. Funktioniert nicht.
Mann! Vielleicht stelle ich mich auch besonders dumm an, das kann natürlich auch sein. Nee, es funktioniert nicht. Wenn ich die Handbremse komplett durchziehe, dann haue ich die Karre komplett weg. Entweder ich habe zu wenig Gefühl in der Handbremse oder... Nee. Ich kriege die Karre nicht quer. Nee, es funktioniert nicht. Ich bin zu weit von den Leuten weg, oder wie? Position 5. Punktestand 5.989. Ein bisschen die Bestleistung. Okay. Eindeutig, wir brauchen eine Karre, die auf Driften ausgelegt ist. Ich krieg die Karre nicht quer. Aber ich glaube, rein theoretisch, es hieß mitfahren. Das bedeutet, wir mussten nicht gewinnen. Okay, ich fühle mich trotzdem erniedrigt. Erfolgreich, Mission erfüllt. Trotzdem, okay, danke dir, Männer. Dass du da Rücksicht nimmst. Nein, die Kopf lasse ich erstmal außen vor. Aber, Wandert, hier, Einstellungen. Ich habe da, glaube ich, was ausgeblendet, was ich gerne eingeblendet haben wollte. Hier. Spielmodus-Infos. Ich hätte doch gerne gewusst, welche Platzierungen so ich hatte. Das will ich einhaben. Ja, natürlich speichern. Eigentlich speichert er es, ja, gell? Okay. Manu, ja, bitte. Hey, Bro. Wollte dir eine neue Route zeigen, aber wie es aussieht, bin ich spät dran. 2SA24, brauche eine Identitätsprüfung. Over. Monta 24. Tja, ich bin spät dran. Ist das Ihr Fahrzeug? Ja. Yeah. Führerschein und Zulassung. Ich wurde gerade angehalten. Sir, legen Sie das Telefon weg. Officer, ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell ich war. Dafür ist der Tacho da. Führerschein und Zulassung. Ich frage nicht noch einmal. Okay, ich glaube, sie will Ärger machen. Muss auflegen. Aus dem Wagen. Wow. Okay, okay. Hier ist mein Führerschein. 2SA24, 1199. Mutter, brauchen Sie Hilfe? Ich will Ihre Hände sehen. Locker, Mann. Aus dem Wagen. Manu hat gerade Stress, aber wir aber auch. Warum? Was haben wir gemacht? Ich glaube, wir haben die gleichen Kopf am Hals wie er. Kann doch natürlich sein. Wir sind das gleiche Rennen gefahren. Okay, dann versuchen wir mal eben die... um die Kurven zu gehen und versuchen wir mal, um den abzuschütteln. Weil wir haben nur einen Stern, oder besser eine Flamme. Eigentlich sollte das nicht wirklich das Problem sein. Nein, ich will nicht anhalten. Nein, pfui, 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 nein, 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 nein! Oh, zieh! Eigentlich sollte das kein Problem sein, die abzuschütteln. Bei einer Flamme sollte das... Oh ja, fahren wir voll rein, danke. Okay, Abkühlung, sehr geil. Okay, das hat schon gereicht. Alles klar, also ich habe da nichts gegen. So, ciao. Danke dir. Dann stellen wir uns hier mal an den Straßenrand. Gucken wir mal, wo wir als nächstes hin können. So, hier Karte. So. Nein, ich sollte Spike jetzt irgendwie auf der Agenda sein. Ja, Spike. Spike hat keine Driftrennen, keine doofen. Deswegen ist er mir sympathisch. Ich drifte zwar gerne und Driften werden auch mega Spaß machen, wenn wir irgendwie mal ein Driftauto haben. Aber wenn wir kein Driftauto haben, dann funktioniert das Ganze nicht. Denn ein Auto, das auf Drift gebaut ist oder gar nicht auf irgendwas aufgebaut ist, den im Drift zu halten, ist so gut wie... Nee, geht nicht. Also du kannst schon mitfahren und so weiter, aber ihr habt ja gesehen, ich habe die Karre nicht quer bekommen und ich will lange Drifts machen können. Richtig heftige Drifts. Ja, Robin, was ist? Treffen? Eine Runde driften, nichts Besonderes. Nein, nicht driften. Warte mal, Manu klopft gerade an. Hey, Manu. Hey, was höre ich da von meinem Jungen, der sich an eure Crew driftet? Also, unser Junge hier hat sich an deiner Seite einen ordentlichen Ruf erarbeitet. Was? Also wollte ich sehen, ob an dem Hype was dran ist. Und das bedeutet was? Wir überlegen uns, mit Risky Devil zu treffen und irgendwann DT zu fahren. Machst du mit? DT? Drift Train. Drift Train? Ja. Yeah. Ich würde es mir überlegen, bevor ich mit Fachwörtern um mich werfe. Drift, Train. Wie auch immer, ich denke nicht, dass ich da mitfahren werde. Ich dachte, ich versuch's. Dann habt mal Spaß. Wir sehen uns bestimmt später. Bis dann, Manu. Hey, warum kommst du nicht vorbei? Und wir treffen uns. Ich muss los. Bye. Alles klar, ja, Robin, mach du mal. Mach du mal. Ich halte noch nichts von Driften. Nee, ich halte nichts zum Richten. Nee, ich versuch's auch gar nicht mehr. Nee, pfui. Auch wenn ich's will. Nee. Nee, nee. Wir können denn ja mal spaßeshalber in der Garage mal umstellen auf Drift, aber... Das funktioniert aber nicht. Nee. Wir müssten eine komplette Karre komplett auf Drift aufbauen. Oder die Karre hier umstellen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich will die Karre hier so lassen, wie sie ist. Wir werden uns ein Auto kaufen, Leute. Wir werden uns ein Auto kaufen. Was ist denn da Schönes?
Was sehe ich denn da Schönes? Oh! Hallo! Hallo? Okay! Donut kriegt er trotzdem hin. Reicht das? Easy hat gereicht. Okay, Donut, nice. 2 von 30! Was? Reparieren wir die Karre bitte kurz. Danke! Und hier haben wir noch so einen schönen Fotopunkt. So. Neues Teil erhalten! Geil! Elite Tuning! Nice! Finde ich sehr geil! Kommt wieder ein Spieler. Hi! Ich komme mit dem mit. Guck mal, was das so macht. Na, wie war's bei dir so? Alles gut? Hey! Pfui! Alter! Fahr mir hier halt voll in die Karre! Was ist das für... Okay, er wollte abbiegen. Trotzdem, fahr mir nicht in die Karre, verdammt! Ich habe mein Auto gerade repariert bei einer Tankstelle. Wer macht das sonst so? Niemand. Ich. So. Das Longhorn, ne? Das ist das Longhorn. Oder? Egal. Location betreten. Ich glaube, das ist das Longhorn. Das Deiner ist es auf jeden Fall nicht. Das Deiner ist woanders. Das ist, glaube ich, das Longhorn. Ne, Billards. Okay. Achso, er wollte Pool spielen, der uns. Mit uns wollte Pool spielen, der Spike. Hey, yeah, du hast recht. Im Pool bin ich eine absolute Niete. Wie war das, Mann? War das gut? Ich sehe schon, Kumpel. Wenn du so gut bist, warum erhöhen wir nicht den Einsatz, ha? Puh. $4. Verschwende nicht dein College-Geld, Mann. So wie du fährst, brauchst du einen Plan B. Oh, Manu, du könntest was lernen von unserem Freund hier, weißt du? Er sagt nichts, aber hält die Augen offen, Mann. Alles klar. Komm. Hey. Das war knapp. Wie läuft's? Thanks, Robin. Kriegen immer Gratisgetränke, das ist schön. Es ist bald soweit. Wie viel Koffein hattest du schon, Spike? Robin hat recht, Mann. Mach langsam. Sorry, Ladies, aber ich bin voll drauf. Meinst du, Magnus ist soweit gekommen, weil er langsam ist, hä? Nein. Andererseits, er ist nicht du. Hey. Hört ihr das? Ah, ja. So hört sich das an, wenn es mir egal ist. So schlecht, dass es wieder gut glaub, ist. Es ist soweit. Ha, Telefon bereithalten, Mann. Heute Abend geht's richtig rund. Komm. Das nehme ich. So, alles klar, okay. Heute Nacht geht's rund. Krieg ich auch einen Anruf von dir oder hast du das schon auf der Karte markiert? Spike. Ach, ich krieg immer die falschen Tasten, das ist unglaublich. So, hast du das denn schon markiert, Spike? Nein, hast du nicht. Da unten ist Manu mit dem Driftrennen. Da kann er mich mal getrost im Arsch lecken. Da oben ist Amy und Spike und Robin. Was ist das hier? Bin ich, okay. Ah. Driften wie ein Panther. Das ist Robin. Okay, nee, ich brauch. Nee, pfui. Nee, Spike ist noch nicht markiert, alles klar, okay. Sieh die Nachricht. Ach so. Ja, sag mir doch, dass ich mir Nachrichten nennen soll. Hey. Okay, du bist also einer wie wir. Fahr runter nach Royal Park. Da warten ein paar Typen darauf, es krachen zu lassen. Peace. Machen wir, Spike. Keine Sorge. Sprintrennen. Finde ich sehr geil. Okay, machen. Ist das denn auf unserem Weg? Nee. Das ist am Arsch der Welt. Aber Leute, dann würde ich erstmal sagen, wir gucken erstmal hierher. Und dann werden wir erstmal gucken, ob wir da vielleicht bei unserem Auto noch was machen können. Wenn wir ein paar Teile bekommen, dann können wir hier nochmal die Route nehmen. So, dann können wir hier auch mal einmal die komplette Runde machen. Dann können wir oben auch die Amy-Mission machen. Und dann können wir runter zu Spike fahren. Und dann haben wir irgendwann vielleicht auch mal genug Geld zusammen, um uns ein Driftauto leisten zu können. Denn diese Karre bleibt so, wie sie ist. Ha? Nein, das machen wir gerade nicht. Wir werden erstmal den Driftrennen erstmal ein bisschen distanzieren. Und die fahren, wenn wir eine Karre haben, die dafür geeignet ist. Ja. Ich drifte nicht mehr, nein, cool. So, ich glaube wirklich nicht. Ich bin auch mega gespannt, ob man kann ja die Karre richtig heftig auf Drift auslegen oder auf Grip, ob man dann mit einer Driftkarre überhaupt noch Griprennen fahren kann. Weil man fährt ja, wenn man eine Karre richtig auf Grip auslegt, dann fährt man jede Kurve quer, ob man will oder nicht.
ob die dann noch als Sprintrennen Autos zu gebrauchen sind oder Rundstrecken oder pipapo. Ich glaube, dieses typische Grip-Getue, ob die dafür noch geeignet sind. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, wenn man ein Auto komplett auf Grip auslegt und nicht so auf Allround, dass sie dann nicht so wirklich mehr auf das normale Rennen ausgelegt sind. Deswegen wird das Drift-Auto auf jeden Fall ein Zweitauto bleiben. Denn ich drifte zwar gerne und so weiter, aber Grip ist trotzdem the one and only Wahl. Boah, geil. Englisch und Deutsch in einem Satz. Eigentlich müsste man mich dafür schlagen. Obwohl machen ja viele. Solche Tags so ein schöner Slang. Etwas bei mir in meiner Welt. Schön, in der schönen Steiermark. So, ich weiß ja, dass bei unter euch trotzdem viele Österreicher sind. Also ich habe trotzdem sehr viele Österreicher als Zuschauer. Obwohl ich irgendwann dachte, dass YouTube mehr im deutschen Raum verbreitet ist. Weil es heißt ja auch YouTube Deutschland. Es gibt kein YouTube Österreich. Was eigentlich Mumpitz ist, was ich hier labere, ne? Warum sollten Österreicher kein YouTube gucken? Ja, lassen wir das einfach so stehen. So. Nee. Steht da Hot Wheels drauf? Das ist ein Hot Wheels. Das ist ein Hot Wheels. Das ist ein Hot Wheels Truck. Wie geil. Ach schön. Okay, wir sollten ein bisschen mehr auf die Trucks achten. Denn ich habe auch gehört, dass auf den LKWs manchmal ziemlich lustige Sachen oben sein sollen. Auch zweideutige Sachen und so weiter. Ja, ich werde darauf achten. So, was haben wir denn da vorne? Okay, nehmen wir mit. So. Ja, wir klappen die ab. Das ist wichtig, Leute. Danke. Shoreline Front Bay. Okay. Schnappschuss gebunkt. So, da haben wir da vorne noch einen Schnappschuss. Kann das sein? Nee, das ist was anderes. Das ist ein Autoteil, glaube ich, ne? Oder was ist das? Nee, was ist das? Ah, ein Urbex-Punkt. Okay. Zugwrack. Okay. Okay, alles klar. Taxi! Pfui! Was? Was ist das für ein Navi? Okay, das ist kein normales Navi. Eindeutig ist das kein normales Navi. Fährt hier ein Zug oder ist das Deko nur hier? Okay, da ich da hinten einen Zugwrack gesehen habe, also einen kaputten Zug, glaube ich nicht, dass hier ein Zug fährt. Es wäre schon ganz lustig, hier einen Zug zu entdecken. Ich würde feiern. So. Ich brauche ziemlich auf Sicherheit. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber es ist schon schön. Ich mag es, heute durch die Straßen zu cruisen. Ihr werdet mich selten sehen, irgendwie teleportieren und so. Das werde ich selten machen. Es wird zwar vorkommen im späteren Spielverlauf, weil man auch doch alle Straßen irgendwann gesehen hat, aber anfangs werden wir doch zu jedem Rennen auch hinfahren. Doch. Habe ich schon vorher, ja. Denn es ist zwar trotzdem alles eine Stadt, es gibt kein Land oder so. Also das glaube ich nicht, dass es irgendein Land gibt. Es gibt, glaube ich, im hinteren Teil der Stadt noch Hügel und so weiter, aber das war's dann auch. Trotzdem, es sieht zwar alles ziemlich gleich aus, aber es ist trotzdem alles geil. Ich mag dieses Cruising, ich mag dieses... Auf mit dem Tutorial. So, dann fahren wir noch das Sprintrennen, so als Abschied der heutigen Folge. So, hinter dem Steuer. Das kriegen wir noch hin. So, Amy, ich mach dich fertig. Ich hab Blut geleckt. Go, 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 go. So. Sechs Leute? Was? Wo sind die sechs Leute? Ist das hier Zeitfahren, oder wie? Das ist Zeit... Ja, achte auf die Zeit oben. Gute Idee, Rayon. Ah, wie viel Auto ich schon geschrottet hätte. In den ersten drei Folgen. Mann. Ach, ich bin so ein richtiger Profi. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. So. Dann suchen wir mal das Ganze über Reni abzulegen. Im Moment sind wir noch Erster. Scheint ein Zeitfahren zu sein. Okay. Ich hätte auch vorher lesen sollen, was das für ein Renntyp ist. Aber nee, warum auch, ne? Wir sehen uns ja auch im Nachhinein. Solange es kein Drift ist, ist das okay. So. Dann suchen wir mal die Karre wohlbehalten ins Ziel zu bekommen. Und wenn es geht, auch mit einer richtig guten Zeit. Das wäre schon ganz nice. Nein! Okay, es ist kein Zeitfahren, es ist ein Sprintrennen. Geh weg, Tui. Ich habe keinen Bock auf dich. Ich bin Erster. Ich werde dieses Rennen hier dominieren. Wir werden hier unseren ersten Sieg einfahren. Schön. So. Nein! Geh weg hinter mir. Pfui. Verschwinde. Okay. Das Heck kommt doch quer. Das, wenn man auf hoher Geschwindigkeit ist, aber das geht nicht. Okay, ich rede nicht mehr über Driften. Geh weg hinter mir. Pfui. Die fahren auch alle Ideallinie, ne? Die fahren alle. Alter! Nee, das ist böse. Nee, geh weg. Alter, den habe ich auch fast aus dem Leben gekickt. Alter, nee, das geht so nicht. Hallo! Was fahren die für Autos? Amy! Alter, die sind alle richtig kriminell, ne? Amy, verschwinde. Ich bin Vierter, das finde ich nicht ganz so nice gerade.
Okay, das war fast ein Drift sogar. Mann, was ist denn los? Jetzt fahre ich ein Sprintrennen und jetzt fange ich nicht zu driften. Auch schön. Ja, ist geil. So. Aufholen gibt es nicht in dem Spiel, ne? Okay, verschwinde bitte, danke. Oh shit. Oh, Mann, warum war das hier gerade massiv? Mann! Okay, jetzt sind wir Fünfter. Geil! Oh Mann, ich bin so schlecht! Geh weg! Will ich Letzter werden! Das war mein einziges Ziel im Spiel, nicht Letzter werden! Mann! So, leichte Konzentration am Rande. So Leute, hier auf der Geraden holen wir noch was raus. Komm, die grüne Bulette da vorne holen wir uns noch. Ja geil, und Amy holen wir uns auch noch. Amy, hi! Tschüss Amy! Leute, da vorne ist das Ziel! Leute! Wir sind Dritter geworden. Nice, okay. Sehr schön. Wir haben Amy geschlagen. Okay. Sagen wir Amy schlagen, ist alles okay. Finde ich gut, okay. Oh. Finde ich ganz geil. Finde ich ganz geil. Sie rennen fordern ein. Finde ich gut. Stufe 4, nice. Reputation Points. Erfolgreich, Mission erfüllt. Handling, Stil und Leistung. Nein. Ich weiß, wie das funktioniert. Ist das da vorne? Das ist eine Tankstelle. Ja, bitte? Kein schlechter Lauf. Lust auf ein Zweierrennen? Checken, was dein Wagen kann? Meld dich. Okay. Klar. Okay. Alle Leute, die jetzt hier zweideutig denken, freut euch auf das Spiel. Es wird viele zweideutige Stellen geben, die absichtlich eingebaut wurden. Lust auf ein Zweierrennen. Mal gucken, was denn. Ah, komm, lass mal das. Klang gerade so falsch. Egal, Leute. Das war's mit euch gewesen mit der heutigen Folge. Ich danke mich nochmal für eure mega heftig krasse Aufmerksamkeit, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt. Bei meinem mega miserablen Fahrstil. Ich gebe es wirklich zu, ich bin nicht der beste Fahrer, aber ich spiele dieses Spiel, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich hier alles dominieren will. Es macht ja einfach Spaß und ich habe gerade ein Foto gemacht, einfach weil es geil ist. So, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Kommi da und eine Bewertung und dann verbleibe ich mit einem tüchtigen Rayon-Sack-Schau. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.